im Stream, im Livestream FFmpeg-Script sozusagen, tue ich nachher den Output-Socket lesen, gebe an, dass das im AC3-Format ist und tue es dann in AAC konvertieren. Aber ja, das ist so wie das. Ich könnte nochmal ein bisschen YouTube einspielen. Dazu könnte ich noch schnell demonstrieren, es funktioniert natürlich auch aus dem Browser raus. Ich kann einfach ein Video von YouTube aus dem Browser auftun und genau gleich natürlich die Option wählen. Demo jetzt.